Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Microsoft Flight Simulator und herzlich willkommen an Bord unserer wunderschönen Lufthansa-Maschine. Wir befinden uns in München am Flughafen. Ist unschwer zu erkennen, hier in München. Man kennt es. Das ist die Autobahn. Easy peasy. Wir machen heute Non-Stop-Flug. Von München nach Palma de Mallorca. Ole, ole. Malle gibt es immerhin nur einmal mehr. Also dachte ich mir, wir fliegen da heute einmal verkehrsmaschinenmäßig runter, wie sich das gehört. Dazu müssen wir natürlich die Maschine auch erstmal hier startklar machen. Und da gucken wir mal jetzt, wie weit wir ohne die Checkliste kommen. So, Batterie auf jeden Fall erstmal ein. Zack, Hammer. Externe Power machen wir an. Wobei das hier available steht, halte ich für schwierig, weil wir haben ja, wenn wir jetzt hier mal rausgucken, ist ja noch gar nicht mit uns verbunden. Also verbinden wir uns den erstmal. Zack, Moment. Wo ist er denn hier? Stromversorgung. Ground DLH 1123, could you please send a ground power unit? DLH 1123, a ground power unit is on the road. Sehr schön. Strom haben wir schon mal und wenn wir schon dabei bin, können wir schon mal Treibstoffversorgung anfordern. Ground DLH 1123, could you please send a fuel truck? DLH 1123. Und Catering ist auch immer wichtig. Ground DLH 1123. Sehr schön. Gut, der Kabel ist gespannt. Sehen wir hier unten. Das heißt, wir können jetzt hier auch wirklich auf External Power gehen. Gut, ansonsten machen wir erstmal weiter mit dem Hochfahren der Maschine. Dazu lasse ich mir mal vom Co-Piloten helfen. Beziehungsweise ihn die Checkliste abarbeiten. Haben wir einen? Ja. Treeworks Generatoren. Ein Fehler angezeigt. Ein Slash Feller entsiegt. Ja. In Lufthansa Schalter Treepwork. Ein. Sind beide ein? Hauptschalter Hilfstreepwork. Hauptschalter Hilfstreepwerk. Ein. Ein. Hilfstreibwerk Start. Hilfstreibwerk Start. Ein. Ein. Und jetzt müssen wir kurz warten, bis das Hilfstriebwerk hochfährt. Das ist ja diese kleine Ding hier hinten im Eck des Flugzeuges. Das ist am Boden dafür da, dass wir genug Strom verwendet haben. Wir warten jetzt quasi darauf, dass die Anzeige da unten, die so blau markiert ist, von ein auf available leuchtet. Das ist so für uns Zeichen, dass das Hilfstriebwerk hochgefahren ist. Genau. Jetzt müssen wir das Hilfstriebwerk entlüften. Zack. Jetzt können wir die externe Stromversorgung ausschalten. Die Treibstoffpumpen soweit schon mal anschalten. Und unsere Signalleuchte an. Sehr schön. Damit haben wir Pre-Start-Triebwerk abgehakt. Dementsprechend können wir das Ende der Stromversorgung schon mal anfordern. DLH 1123, I am done with power. Genau. Und wir haben jetzt schon mal generell Freigabe. DLH 1123, ready to copy IFR clearance to Palma. DLH 1123 is cleared to Palma Airport as filed. Take off runway 8 right climb and maintain 7000 feet. Okay. Runway 8 right. 7000 Fuß Höhe sollen wir erstmal einnehmen. Und unser Squawk 0015. So, das an. Und das an. Das ist hier quasi unser Erkennungssystem. Der Code ist unser Flugzeug für den Flug jetzt. Gut, Rollfreigabe brauchen wir noch nicht. Aber da wir jetzt eigentlich schon soweit sind,
Ich guck mal, wie weit Catwing ist schon durch, so wie es aussieht. Natürlich stehen wir auch ein bisschen komisch. Bin ja mal gespannt, wie die Verbindung mit der Jetfair gleich aussieht. Erstmal Gepäckservice. Ground DLH 1123, could you please send the baggage? DLH 1123, baggage is on the way. Und unsere Jetway. Ground DLH 1123, could you please connect the jetway to the aircraft? DLH 1123, the jetway is going to be connected. Das ist doch die falsche Seite. Die Jetway kommt doch in der Regel immer links am Flugzeug ran, oder? Sehe ich das gerade falsch? Und die Jetway fährt erstmal volle Bude durch unseren Stromtypi durch. So. Das ist meine Treibstoffversorgung. Ground DLH 1123, could you please send a fuel truck? Okay. DLH 1123, a fuel truck is on the road. Also Jetway-Verbindung ist ja schwierig. Vor allem, wir haben nicht mal eine Master Warning. Normalerweise geht hier Master Warning an, wenn die Tür ja offen ist. Die Tür ist ja auch nicht offen. Schwierige Geschichte. Naja gut, ein paar Bugs müssen halt noch sein. Alles gut. Okay, bevor wir hier generell weitermachen, gucken wir uns erstmal unser lustiges System hier an. EDDM. Direct to. Hier müssen wir da bestimmt irgendwas wieder einprogrammieren. Moment. Bin bei der 320 bin ich mir immer nicht sicher, ob wir irgendwas machen müssen. Ja, scheint nicht so. So, hier haben wir unsere Startparameter. Runway 08 rechts. Okay. Sagt mir gar nicht, wie viel Flaps ich hier haben soll. Leittempo. Okay. Wir nehmen das erstmal so hin. Gut. Soweit haben wir alles. Das heißt, wir machen mal weiter mit unserer... mit dem Starten unserer Triebwerke. So, Schubhebel sind auf Leerlauf. Triebwerkstart. Also. Triebwerk 2 hoch. Nein. Triebwerk 1 hoch. Nein. So, jetzt fahren die hier hoch, das dauert ein bisschen. Ja, hier sieht man schon, Triebwerk 2 startet jetzt ganz langsam. Das dauert am Anfang immer recht lange. Hier halt ein bisschen Zeit versetzt. Gucken uns das Ganze auch nochmal von außen an. Die falsche Richtung. Ja, schau gut aus. Sehr schön. Läuft doch auf jeden Fall. So. Stabilisiert Vestatogen. Ja, haben wir stabilisiert, damit haben wir unsere Triebwerke hochgefahren. Können die Jetway mal trennen, die ja nie verbunden war. So. Aber
Wir kriegen wieder kein Treibstoffmobil. Na gut, dann ist das halt so. Cool. Dann machen wir unsere letzte Checkliste noch kurz. Hill Street Work in Bluffton. Aus. AUS. Hauptschalter Hill Street Work. Aus. AUS. Auswahlschalter Triebwerks Mittes. Normal. Normal. Gut, damit haben wir Pre-Flight quasi unsere ganzen Checklisten abgearbeitet. Zumindest die, die jetzt Spieler einem vorgibt, was wir jetzt natürlich noch machen müssen. Ist dann gleich Licht überall anmachen. Blitzleuchten können wir schon mal anmachen. Navigationsbeleuchtung an. Das an. Gut, dann mache ich mal noch. Muss ich ganz kurz gucken, wo es ist. Anti-Eis an. Wer weiß, was die Temperaturen und so da oben sagen. Wir können unser Flight Director schon mal anmachen. Und dann würde ich sagen, holen wir uns mal Rollfreigabe. Ground DLH 1123 with Echo ready to taxi IFR. DLH 1123 rolling UND halt in Bay Runway 8 right using taxiway Charlie Alpha. Ruffin SI EDAN control Dermouth 119 decimal 405 when buried. Jo, das klingt doch cool. Taxiing hold short runway 8 right via taxiway Charlie Alpha DLH 1123. Sehr schön. Dann wollen wir mal pushbacken. Ground DLH 1123 requesting pushback. So. Wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen. Lang. Abbremse lösen. Das ist ganz wichtig. Wir haben ein bisschen. Immer bis zur Landebahn. Im Prinzip ist es auch egal, wo lang wir gepusht werden. Weil wir könnten theoretisch auch hier rumfahren. Weil da drüben müssen wir weiter. Und ich kann mir das immer nicht merken, wo er uns hier pusht. Jupp. Das schaut doch gut aus. Bisschen aufpassen. Da steht noch irgendein Lotsenfahrzeug. Ja gut, das sollte reichen. Ground DLH 1123 requesting the end of pushback. DLH 1123 request to end pushback received. So, sehr schön. Können wir hier schon mal auf den Tower gehen und wir werden in aller Ruhe zu unserem Gate rollen. Ein bisschen Gas geben auf dem Triebwerk. Ein bisschen mehr Gas geben auf dem Triebwerk. Und dann rollen wir los. Ich hoffe, das dauert jetzt echt nicht so lange bis zur Runway. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Man merkt hier am Boden auch. Auch hier wieder. Ich stehe voll auf der Bremse im Übrigen. Lass hier ein paar FPS pflücken gehen. Aber das stört mich bei so einem Spiel eher nicht. Hatte ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt. So, ich glaube, wir sind ein bisschen fix, oder? Deutlich.
normalerweise am Boden hier 30 Knoten. Aber unsere Maschine ist hier ein bisschen schneller unterwegs. Also hier die Kurve auch ordentlich nehmen. Zack. Sehr schön. Dann die nächste Kurve. Aha. Das sieht so lustig aus. Hier sollte wahrscheinlich eigentlich irgendwo eine Unterführung sein. Ich sag mal so. Die hat das Spiel nicht so ganz erkannt. Aber hey. So, wir müssen uns auch ein bisschen an unsere gelbe Linie halten, ne? Ist ja wichtig. Gut. Ansonsten wollen wir uns auch gleich nochmal die Zuschauerperspektive angucken. Weiß noch nicht, ob ich von hinten steuern kann. Aber dann sehen wir gleich. Die machen wir gleich mal hier auf der langen Geraden. Jetzt mal die Kurve nehmen. Passt. Bisschen noch austarieren. Und dann gucken wir mal. Geht das was nicht? Ach, das können wir anscheinend noch gar nicht auswählen. Oh, wir sind auf einer Runway. Schwierig. Ne, sind wir gar nicht. Aber wir hätten da theoretisch bremsen müssen. Gut, wir kommen auch ein bisschen nach rechts ab. Ein bisschen ausgleichen. Damit wir aber auch jetzt zeitnah zum Start kommen. Ja, die gediegenen Spieler dieser Simulation mich jetzt verfluchen. Geben wir hier mal ein bisschen mehr Gas, als es eigentlich erlaubt wäre. Ah, Flughafen ist leer. Leer, leer. Ah, nehmen wir gleich mal wieder ein bisschen Schub hier weg. Bremsen mal runter. Maschine zieht auch deutlich irgendwie nach rechts rüber. Das Gefühl. So, Onboard-Kamera. Und jetzt nochmal links abbiegen. Und da müssen wir jetzt eigentlich direkt auf die Runway schon kommen. Ja. Da vorne ist sie. Ich weiß nicht, an welcher Linie wir halten müssen. Ich glaube an der hier, oder? Ja, wir fahren bis zur anderen vor. Auf jeden Fall müssen wir noch einmal halten, bevor wir auf die Runway fahren. Erst mal gucken, ob da irgendwas kommt. Und dann Dinge tun. Komm schon. So, gucken wir mal, kommt hier irgendwo irgendwas? Nö. Nö. Also geben wir uns, lassen wir uns Startfreigabe geben. Starterlaubnis.
Farbe auch. Cleared for takeoff runway 8 right DLH 1123. So, was wir noch machen müssen, auf jeden Fall Landeklappen ausfahren. Linie schalten wir mal ein. Das Speedometer stimmen wir auch schon mal ein. Nö. Sind aber auch ungemein langsam. So, 230. Das hätten wir auch vorher theoretisch machen können. So. Jetzt kommen wir mal aus dem Pott, bitte. Die Bremse raus. Ja. So. Damit sind wir endlich auf der Runway angekommen. Hat diesmal gar nicht so lange gedauert, überraschend. 20 Minuten jetzt. Vom Hof an der Maschine. So, Moment. Bremsen hier nochmal rein. Guck mal, wie steht die Maschine? Jo, sieht doch gut aus. Gut, dann fahren wir die Triebwerke einmal hoch. Und wir geben Gas. Und wir geben Gas. Und die Maschine zieht deutlich nach rechts. Ich muss hoch. Ja, ich versuche mal. Es ist hier mit dem Controller, finde ich, ein bisschen schwierig. So, jetzt können wir hier Autofortel reinmachen. Going to 120.65 DLH 1123. Okay, und wir climben. Sehr schön. Munich Center DLH 1123 is at 4100 feet, climbing 7000 feet. DLH 1123 Munich Center continues the awake pump DM081 as planned. Altimeter 292. Hammer, Altimeter ist drin. Sehr schön. Autopilot, jetzt macht kein Mist. Gut. 6200, passt. Autofortel ist auch drin, Fahrwerk ist drin. Den können wir wieder reinmachen. Landeklappen haben wir oben. 230. Wir haben vergessen, hier natürlich Bugleuchte auf Starten zu stellen. Und wir haben unsere Landescheinwerfer gar nicht angemacht. Ach, sind wir böse. Okay, wir dürfen gleich weiter climben. Generic 164 SIE befinden sich 20.000 feet per reverse of Wiesen and HE. Descend and maintain 10.000 feet. Qatari 58 SIE befinden sich 3.800. Ich würde ja gerne antworten, aber hey. Descend and maintain 10.000 feet altimeter 29.92. Na endlich. Gut. Climb and maintain 17.000 feet DLH 1123. Descend and maintain 10,000 feet, Qatari 58.
So, wir fliegen über München. Wo ist unser Airport? Da drüben irgendwo. Da. Das ist der Airport München-Freising, ist das ja, glaube ich. Also, der liegt ja auch da außerhalb von München, schon eher in Richtung Freising. Das direkt daneben, rechts oben, müsste Freising sein. Irgendwo da in die Richtung, so. Irgendwo da müsste Erding sein, mit der Therme. Gut, ansonsten fliegen wir jetzt auf unsere Reisehöhe. Wir müssen mal Cockpit gehen, schauen, wie weit wir schon sind. Wir sind schon auf 11.000 Fuß. Das heißt, wir können die Landelichter ausmachen. Ne, aus und weg. Flugleuchte können wir auch ausmachen. Und wir können mal ein bisschen mehr Gas geben. Schau mal, viele uns zugesteht im verwalteten Modus 320 Knoten. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Okay. Damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an Bord von... Ach Gott, wie heißen wir? Moment. Moment, der Pilot hatte vergessen. Genau. An Bord des Lufthansa-Fluges 1123 auf dem Weg von München nach Palma de Mallorca. Wir begeben uns jetzt auf unsere Reisehöhe von 24.000 Fuß. Unsere aktuelle Reisegeschwindigkeit beträgt 320 Knoten. Haben Sie einen ruhigen Flug und wenn Sie etwas wünschen, nutzen Sie gerne unseren Bordbistro. Oh! Nee, Bordbistro ist Deutsche Bahn, ne? Unser gastronomisches Angebot an Bord. Gut. Ansonsten ist das jetzt natürlich... Also ja, man könnte den ganzen Shit jetzt auch also selber fliegen, aber... I mean, welcher Pilot macht denn das schon? Ne? Wir überwachen jetzt so ein bisschen die Instrumente, genießen unseren Flug. Und sollten dann auch bald in Palma ankommen. Also so lange geht der Flug eigentlich gar nicht. Das Schöne ist natürlich, wir fliegen jetzt auch richtig krass über die Alpen. Ich meine, wenn wir da sind, gehen wir, glaube ich, auch schon wieder in den Sinkflug. Also das ist halt wirklich nicht. Immer erstmal 40 Meilen. Genau, jetzt dürfen wir weiter auf unser Flight Level. Sehr schön. Und damit haben wir so den wichtigen Teil hier eigentlich schon abgehakt. Hier links aus dem Fenster. Können wir ja schon die Alpen sehen, oder die Voralpen. So. Ich frage mich nur, warum ich heute nicht in die Passagierensicht darf. Sind wir denn gerade? Ist denn unser Flugzeug? Ach, wir fliegen vor dem Flugzeug. Das ist doch nice. Ah, das ist also diese ominöse Drohnenkamera. Gehen wir mal auf die andere Seite. Dass wir noch ein bisschen... Ist die Alpen im Hintergrund... die Alpen im Hintergrund angucken können. Das waren diesmal nicht wir. Das war eine andere Lufthansa-Maschine.
So. Das ist doch eine grandiose Aussicht mal wieder. Moment. Was ist das für ein Gewässer da unter uns? Ist das der Bodensee? Bin mir gerade nicht sicher. Aber es könnte durchaus sein, oder? Ist das der Bodensee? Moment, ich brauche mal unsere lustige Karte. Dann können wir das ganz fix herausfinden. Das ist nicht der Bodensee. Das da ist der Bodensee. Was ist denn dann das hier? Das finde ich mal raus. Gar kein Thema, Leute. So. Dauert natürlich einen ganz kleinen Moment hier. Auf so. Oh, ich bin so dumm. Ich weiß, was das für ein See ist. Na, wer weiß es auch. Weiß es? Wer weiß es? So. Der hier. Das da. Dieser hier. Er weiß, welcher See das ist. 321, das ist der Starnberger See. Richtig. So, und das da drüben müsste dann demnach der Ammersee sein. Genau. Und wenn wir dann dahinter weitergehen, wie diese Straße folgen, dann müsste das hier Landsberg am Lech sein. Vielleicht doch noch ein bisschen weiter dahinter. Das da vielleicht dann doch her. Moment, das ist die Landstraße. Ne, das müsste Landsberg am Lech sein. Smart. Aber wir müssten auch theoretisch über den Bodensee nachher fliegen, ja. Also wir fliegen am Ostausläufer direkt einmal lang. Cool. So quasi Höhe Konstanz ist das ja, oder? Nee, Höhe Lindau. Genau, Konstanz ist andere Seite. Hinter Höhe Lindau Bregenz. Also Bregenz ist hier dann schon Österreich. Lindau ist noch Deutschland. Und in der Schweiz ist dann Rorschach. Das Gebiet, wo wir so ungefähr drüber fliegen. Gut. Oder haben wir wieder Zeit dafür, hier eine andere Kameraperspektive reinzunehmen? Wir nehmen mal wieder normale externe Ansicht. Die lässt sich immer ein bisschen einfacher steuern. So. Wie gesagt, Ammersee haben wir auch überquert. Da vorne sehen wir ihn auch schon, den Bodensee. Den ich ja fälschlicherweise eben schon angeteasert hatte. Ach, nix. Dafür sind wir ja nicht hier. Die meisten im Flugzeug, wenn es Richtung Mallorca geht, sind wahrscheinlich jetzt schon betrunken. Schwierige Geschichte. Und alle Stereotypen direkt wieder mit abgearbeitet. Und ansonsten ist der Flug an sich relativ unspektakulär. Wir haben Treibstoff, sollten wir eigentlich mehr als genug dabei haben für die Strecke. Unser Co-Pilot sollte auch Co-Piloten-Dinge tun und schlafen. Aber der verwaltete Modus sagt uns jetzt, er will nur noch 295 fliegen. Das sehe ich nicht ein. Wir wollen ja fix ankommen. Das heißt, wir gehen auf die 320. Mal gucken, wie weit wir theoretisch noch höher können.
Aber wir können sogar. Wir können sogar echt auf die 340 gehen. Ja, komm. 350. Na, noch ein bisschen Luft nach oben. Zack. Und wir kommen ein bisschen schneller voran. Ja, Fluggäste wollen ja auch pünktlich in ihrem Urlaub ankommen. In ihrem Hotel. Da gönnen wir den ja auch. So. Wir werden jetzt gleich so ein 10 Meilen oh, so einen kleinen Linksschwenker. Die Shinex-Maschine, so wie ich das sehe, muss irgendwo gerade da sein. Ich sehe sie nicht. Da fliegt auf jeden Fall gerade noch eine zweite Maschine. Und aus der Richtung kommt auch noch eine Maschine, quasi schräg auf uns zu. Ich hoffe, die ist auf einem anderen Flight Level als wir. Sonne scheint, strahlender Himmel. Es ist, ich glaube, ich habe keinen Live-Header im Moment. Wir gucken mal, was Live-Header sagt. Doch, ist doch ganz angenehm heute in München. So, jetzt müssen wir langsam in unsere Linkskurve gehen. Vielleicht doch. Und dann fliegen wir jetzt in Richtung Südwesten, quasi auf den Bodensee zu. Jetzt hier aus dem Fenster gucken. Sehen wir da ja schon langsam wirklich etwas größer. Das ist jetzt auch so ein kleines Experiment. Die Folge wird ja deutlich länger mit dem Nonstop-Flug. Einfach mal gucken. Auch Clear to Amici. Auch einfach mal gucken, wie es so läuft. Geil. Aussicht ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, Bodensee, dann einmal über die Alpen rüber. Dann fliegen wir weiter. Über Italien. Moment, also. Ist das noch Italien? Ja. Müssten so über Turin, Nizza ungefähr darunter fliegen. Nehme ich mal an von der Höhe. Oh ja, schon fast Marseille. Wo so zwischen Marseille und Nizza fliegen wir dann aufs Mittelmeer hinaus. Dann landen wir auf Mallorca. So, der Autopilot macht auch noch seine Dinge, die er so tun soll. Das ist sehr schön. Ja, ansonsten sehen wir im Hintergrund schon die Alpen. Also,
Jetzt halt wirklich, weil wir halt krass drauf zufliegen. Welcher jetzt welcher Berg ist? I don't actually know. Aber das Flugzeug macht das schon. Ja, wie gesagt, wir sind ja auch relativ fix unterwegs. 350 Knoten in der Stunde. Umgerechnet für Leute, die das gerne Mach haben möchten, ne? Können wir ja auch noch kurz. Fast Mach 0,8. Und 0,8-fache Schallgeschwindigkeit. Ist schon echt fix, was so ein Flugzeug drauf hat. So, wie gesagt, unter uns jetzt der Bodensee. Cypress 350, Contact Zurich Center on 126.225. Ja, ich gehe davon aus. Ich wollte gerade sagen, ich gehe davon aus, dass wir auch gleich Zurich Center rufen müssen, aber nee, wir dürfen erstmal Wien anrufen. Ah, da unter uns ist noch eine Positionsangabe, Wildberg. Vienna Center DLH 1123 Flight Level 240. DLH 1123 Vienna Center, continue the Awaknon DGAT as planned. Ah, das ist schon krass hier. Auf dem Bodensee. Größte Binnensee, glaube ich, in Europa, ne? Der ist schon heftig groß. Das muss man schon mal lassen. Ach, guck mal, jetzt dürfen wir nach Zurich Center. Kurzes Gastspiel bei der Wiener Flugsicherung. Center DLH 1123 Flight Level 240. DLH 1123 Zurich Center, continue the Wegpunkt DGAT. Sehr schön. Wegpunkt DGAT. Den haben wir in 80 Meilen. Sehen wir ja hier oben auch. 74,2 nautische Meilen gerade bis zum nächsten Wegpunkt. Das läuft. Unsere Höhe wird gehalten. Unser Speed ja auch. Verwalteten, also von mir gesteuerten Modus. Aber halt mit Autothrottle. Wir haben unsere unseren Squawk an, unser Ticker-System, also unsere automatische Erkennung quasi. Was unsere Flugposition durchgibt, unsere Flughöhe etc. Das läuft alles. So, hier diese Luftdruckanzeige. In Europa ist ja Luftdruck in HPA eigentlich der Standard. Das Spiel nimmt aber HPA beziehungsweise HG, Inch HG, Inch Quecksilber. Ach, kein Unterschied. Das ist glaube ich das amerikanische System und das eher so das in Europa gebräuchliche System. Ich stelle jetzt halt immer so ein, wie es das Spiel mir sagt, halt in Inch Quecksilbersäule. Genau, ansonsten nochmal zum Instrumentenbrett. Wir haben hier unsere Einstellungsmöglichkeiten für den Flugspeed. Die können wir hier erhöhen, verringern. Wir können ihn automatisch verwalten lassen vom Autopiloten. Wir haben hier Heading. Also die Richtung, die können wir theoretisch einsteuern. Wenn wir jetzt hier auf 210 Grad gehen.
fliegt unsere Maschine auch dahin, wo sie hin soll. Also wo wir es einstellen. Aber das wollen wir nicht. Das soll der Autopilot mal schön im Griff haben. Wir haben zwei Autopiloten, warum auch immer. Also da kann, keine Ahnung, da fehlt mir das Verständnis für. Ja, hier unser Höheneinstellungsgerät, das habt ihr ja schon gesehen. Können wir unsere Flughöhe einstellen. Entweder wir bestimmen die selber oder wir können die auch wieder vom Autopiloten bestimmen lassen. Und hier Steigwinkel bzw. Sinkwinkel. Ey, eigentlich hatte ich dich ruhig gemacht, Handy. Oh nee, hatte ich nicht. Sorry. Steig- und Sinkwinkel. Und zum Beispiel gerade nach dem Start, wenn wir noch nicht mit dem Autopilot arbeiten, aber halt schon ein bisschen automatisiert arbeiten wollen, können wir hier unsere Steiggeschwindigkeit manuell eingeben und dann macht die Maschine das auch. Genau, ansonsten Flight Director, der ist halt quasi so wieder ja, so ein bisschen Autopilot beziehungsweise GPS. Das heißt, der übernimmt aus dem Flugcomputer, glaube ich, die ganzen Daten, knallt die hier in unser System und danach richtet sich ja dann auch der Autopilot. Die ILS-Info-Anzeige ist bisher eigentlich noch irrelevant, seht ihr aber jetzt hier. Ja, diese Kreise, nachher gibt es dann da noch so lilafarbene Rauten, die halt dieses Landersystem anzeigen. Hier halt zentral wir auf die Flugbahn hochkommen und hier ob wir so richtig auf der richtigen Höhe sind. Wenn die beiden Rauten sich hier jeweils auf der gelben Linie befinden, dann sind wir im optimalen Anflugwinkel eigentlich. Brauchen wir aber noch nicht. Der Landekurs-Sendermodus, genau, das war glaube ich die Geschichte. Da steuert er erstmal hier diese untere Raute an. Der Approach-Modus ist eigentlich dann, glaube ich, dafür da, um diese obere Raute zu erfassen. Das sehen wir nachher, wenn wir die Landung einigermaßen versuchen hinzukriegen. Hoffen wir. Dass er wird. Nicht, dass wir ihn abschmieren. Wäre belastend. Und ansonsten haben wir hier unseren Flugcomputer, wo man theoretisch ja auch von Hand die ganzen Flugparameter eingeben kann, aber wenn ihr euch Flugplan quasi in der im Menü erstellt habt, dann lädt er den ja automatisch hier rein. Ich glaube, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Vom Prinzip her hat er ja dann alle Sachen schon drin. Flugnummer. Ja. Unsere Reisehöhe von bin nach. Da ist drin, also München nach Palma International Airport. Whatever. Wie auch immer der Flughafen heißt. Und gar nicht drauf geachtet, als ich den Flugplan erstellt habe. Ja, und ansonsten sind wir jetzt schon quasi fast über unserem nächsten Wegpunkt. Das heißt, es ist mal wieder Zeit, einen Blick nach draußen zu werfen. In eine wunderbare Alpenansicht. Ja, da hinten ist der Bodensee. Ne, ist der dort? Da ist der Bodensee. Wir sind jetzt schon ein gutes Stück weiter. Das ist irgendein anderer See, nehme ich mal an. Und ansonsten haben wir hier einen Haufen Berge mit ein paar Tälern und ab und zu mal ein paar Ortschaften hier drin. Ja, so wie sich die Alpenregion halt hinzieht. So, ich glaube, das da hinten ist dann auch so diese letzte Hügelkette oder Bergkette. Das ist ja deutlich mehr als nur ein Hügel. Und danach müsste das langsam auch schon wieder abflachten. Wie gesagt, so ultra lange fliegen wir ja nun nicht von München darüber. Wir können mal gucken, ob wir
hier schon irgendwas erkennen? Ich schaue noch mal auf unsere Flugkarte. Lusol. Genau, also hier kurz hinter dem Punkt Lusol, da auf der Höhe ungefähr, müssten wir dann schon über dem Mittelmeer sein. So, Balmo ist schon deutlich über dem Mittelmeer, der Punkt. Dementsprechend würde ich sagen, ein Drittel haben wir auf jeden Fall schon geschafft. Von unserer gesamten Fluglänge. So, unter uns ist jetzt, das ist die Frage, nee, das ist ein Flughafen. Flughafen Ambri, für die Leute, die ihn kennen. Da möchte ich mit einer A320, glaube ich, nicht landen. Ich meine, es würde wahrscheinlich gehen irgendwie. Aber es ist, glaube ich, trotzdem nicht so geil. Das glaube ich trotzdem nicht so geil. Ja, und ansonsten sind wir jetzt hier in dem Luftraum zumindest relativ alleine. Im Moment schon nochmal, aber ich glaube, hier waren jetzt gerade keine anderen Flugzeuge großartig in der Umgebung. Nö. Nö, nö, nö. Wir sind allein, Leute. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass wir auch bald wieder den ATC wechseln werden. Da wir jetzt schon ein deutliches Stück vom Bodensee wechseln, müssten wir jetzt bald zumindest über die über den nördlichen Teil von Italien dann gleich fliegen. Also ich denke mal, hier Luft muss das ATC Mailand. Müssten wir dann wahrscheinlich gleich also von dem müssten wir dann wahrscheinlich gleich übernommen werden, beziehungsweise uns bei dem melden. Und danach denke ich mal Marseille. Mal gucken, wen wir dann in Frankreich kriegen. Ja, gut, und dann halt Mailand. Mann, ich bin so ein geiler Dorsch. So ein geiler Dorsch. Okay, Milan Center kontaktieren. Milan Center DLH 1123 Flight Level 240. DLH 1123 Milan Center, continue the Awakpunkt Basco as planned. Weiter zum Wegpunkt Basco. Ja, da sind wir quasi gerade drüber. Nächster Wegpunkt ist dann halt Irma in 112 Meilen. Da sind wir dann mit ziemlicher Sicherheit schon über Frankreich. Ja, wie gesagt, was ich angesprochen hatte, sehe jetzt hier auch, hier wird es halt schon echt flacher. Da wir ja so ein bisschen in Richtung Südwesten fliegen, wird das hier unsere letzte Bergkette sein. Danach wird es auch flacher werden und dann werden wir auch schon in gar nicht allzu langer Zeit hier zieht sich das noch ein bisschen weiter, aber es dürfte nicht mal allzu lange dauern, so ich schätze mal noch 10 Minuten oder so. Es wird dann zumindest am Horizont auch schon das Mittelmeer sehen müssten. Ja, doch, doch. Ungefähr. Dementsprechend ist immer wichtig, natürlich auch für den Piloten zwischendurch zu trinken während des Fluges.
Ja, da kommt wieder der Motto Stay Hydrated. Die sind immer, keine Ahnung, die ganzen Flugzeuge, die, ich gehe davon aus, dass es ein KI-Flugzeug ist, fliegen hier alle auf 30.000 Fuß, obwohl sie auf 10.000 Fuß sein sollten. So, das ist nochmal ein Flughafen. Das ist sogar eine etwas größere Stadt unter uns oder Ortschaft. Aber so ganz kommt das Lufthansa-Livery, glaube ich, nicht hin. Ich weiß nicht, ob es halt nicht ganz original sein darf. Also ganz original ist, glaube ich, nicht, ne? Auf jeden Fall finde ich das, also irgendwie sieht das für mich komisch aus. Aber das macht ja nichts. Wichtig ist, ich finde dieses Standard-Livery irgendwie ist nach einer Weile recht langweilig. Deswegen versuche ich die jetzt immer mal so ein bisschen durchzuschiften von den Liveries, die wir jetzt hier haben. Oder die ich jetzt hier schon drauf habe. Einfach um auch ein bisschen Abwechslung in die Flugzeuge zu bringen. Ja, und ansonsten ist Wetter natürlich. Er scheint ein bisschen schnell zu steigen. Ansonsten flecht mich die Grafik halt jedes Mal aufs Neue, ne? Das sieht halt, ich würde auch gerne in diese, Moment, ich mach das hier nochmal zu. Nee, zu. So, Schaukasten. Ah, jetzt haben wir es doch. Zack. Da wollte ich doch auch hin. Wenn wollte mir die nicht geben. Aber jetzt haben wir ja einmal auch die Ansicht der Passagiere aus der Economy. Hey, guck mal, was wir hier noch für coole Anzeigen haben. Ja, doch. Die Unterbordanzeige ist doch auch schön. Das ist natürlich eine besonders wichtige Ansicht. So, fliegen wir jetzt den Rest des Fluges. Ein Spaß. Also kann man natürlich auch mal überprüfen, ob seine Lichter funktionieren, ob wir Eisbildung auf den Tragflächen haben. Die Turbinen natürlich auch kontrollieren, das ist auch äußerst wichtig. Und auf der anderen Seite auch nochmal rausgucken, was hier quasi Premium Economy jetzt. Keine Ahnung, ob es stimmt. Erzähl einfach irgendeinen Schmarrn. So, ja, wieder unsere Instrumente checken. Fluggeschwindigkeit ist immer noch am Start. Die Höhe halten wir auch. Jetzt noch 68 nautische Meilen bis zu unserem Wegpunkt. Ansonsten sieht hier doch alles recht cool aus. Was ich jetzt nicht weiß ist, also hier ist halt Öldruck und noch irgendein anderer Druck. Wo hier unsere, ist das hier unser Treibstoff? Muss ungefähr hin. Und 7900 stand da, ja, da kommt ungefähr hin. Ah, das reicht, Digga.
Das reicht die Gel. So, wie gesagt, hier sieht man dann schon das italienische Flachland. Beziehungsweise die auf der anderen Seite Voralpenregion. Wir fliegen jetzt hier halt nochmal ein Stück lang. Die Alpen ziehen sich dann ja wirklich einmal hier bis zum Meer runter. Ja, ich dachte da drehen. Sieht man hier oben ist doch noch ordentlich hügelig. Das heißt, ein bisschen haben wir doch noch bis zum Mittelmeer. Da war ich vielleicht doch ein bisschen optimistisch, was die Fluggeschwindigkeit angeht. Aber macht nichts, wir schaffen das. Wir kommen an. Wie gesagt, ich habe die Fluggeschwindigkeit erhöht. Wir kommen auch vor unserem Flugplan an. Keine Panik, meine Passagiere. Wir fliegen mit Rückenwind, hoffe ich. Keine Ahnung. Man das hier irgendwo, von wo der Wind kommt. Okay, wenn das da die Windanzeige ist, nee, dann haben wir Seitenwind von vorne. Schwierig. Aber egal. Wir fliegen schneller, als wir eigentlich gemäß Bordcomputer sollten. So, wir haben ja aber... Dass er da auch wieder die Machanzeige anzeigt, das ist jetzt etwas belastend. Also hier unten drunter nochmal Punkt 787. Das war ja unsere Machgeschwindigkeit. Ja. Ansonsten, ich würde gerne gerade sagen, wo wir sind, aber das kann ich aktuell halt anhand der ganzen Position hier, glaube ich, richtig vergessen. Wobei, da macht das... ist schwierig. Ich würde behaupten, hier irgendwo müsste Turin sein. Wie gesagt, da macht der Alpen ja so einen Knick. Das heißt, hier in dem Bereich irgendwo müsste Turin liegen. Oder vielleicht ist es auch schon das da. Das ist halt schwierig. Man kann sich im Spiel ja auch Städte und Ortsnamen und Sehenswürdigkeitsnamen anzeigen lassen. Ich glaube, ich habe sogar einiges davon an. Aber die zeigen doch äußerst... Also ich finde in den Abständen, gerade also wenn man auf höherer Strecke, auf höherer Flughöhe fliegt, sind die Abstände zu groß, als dass er recht häufig mal irgendwas anzeigt. Das ist dann halt schwierig. So. Der Flug läuft. Okay. Die Schweizer sollen sinken. Ja. Hat er dann auch endlich mit?
meine, gut, ich kenne das Problem. Manchmal antworte ich auch immer erst recht spät zum ATC, beziehungsweise er fragt schon immer nach. Hä, haben Sie verstanden? Ich erst die Sachen einstelle und es ihm dann bestätige. Gerade in den Phasen der Landeanflüge, weil der ATC, finde ich, dass das Descent, also das Sinken des Flugzeugs, immer recht spät in Auftrag gibt. Stelle ich erst die Sachen ein und bestätige es ihm dann und dann fragt er immer schon dreimal nach, bla. Haben Sie verstanden? Irgendwann antworte ich ihm dann doch. So. Oh Gott, sind wir hier reingezoomt. Gehen wir auf 80 nautische Meilen. Und die nächsten Punkte sind jetzt gar nicht so weit weg. Wir haben jetzt 15 bis zum nächsten. Das heißt, bis hierhin sind es vielleicht auch nochmal 18, würde ich dann behaupten, nautische Meilen. Die nächsten Wegpunkte gehen jetzt relativ fix. Aber mal schauen. Sind halt doch noch deutlich länger, aber gut, da habe ich auch ein bisschen vercheckt, dass die Alpen sich ja quasi bis direkt ans Mittelmeer, also dass die so einen Bogen dann runter machen zum Mittelmeer. Aber offensichtlich sind wir jetzt schon über französischem Gebiet. Okay, also müsste ja da irgendwo echt Turin gewesen sein. So, Marseille Center. Jo. Wegpunkt immer ist unser nächster, ist richtig. Marseille Center, Swiss 2151 is at flight level 280 descending 12,000 feet. Swiss 2151 Marseille Center, continue as planned. So, na okay, 22 Meilen zeigt er jetzt noch an, aber laut dem Dings sind wir über, noch gar nicht über der über den Wegpunkt. Jetzt sind wir ungefähr, okay, 20 Meilen. Ich habe 18 gesagt, okay. 2 Meilen daneben ist schon. Kann man mit leben. So, dementsprechend müsste irgendwo da hinten, nur mal ein bisschen wie nennt man das, Geländekunde zu machen, da hinten müsste irgendwo Genf sein und dann da wahrscheinlich irgendwo Lyon, ja, wobei wahrscheinlich eher da. Hier müsste jetzt irgendwo Grenoble sein. Ist ja auch recht bekannt, so als Skiort. Glaube ich, mit eins der größeren oder bekannteren Skiregionen da in Frankreich. Ja, und jetzt warten wir halt ab, dass wir hier vor uns dann gleich das Meer sehen und dann können wir da dann gleich mal gucken. Da müssten wir Nizza theoretisch sehen, also zumindest von beiden. Marseille kann. Vielleicht sind wir auch Montpellier noch so in der Ferne. Aber da warten wir mal ab.
und schauen, wie die Dinge da laufen. Und dann, wenn wir nachher übers Meer fliegen, übers Mittelmeer, müssen wir rechts, also hier auf unserer rechten Seite, dann auch theoretisch Barcelona sehen. Und dann natürlich die alle drei Balearischen Inseln. Ibiza, Mallorca und Menorca. Aber ich finde, Menorca geht mittlerweile so ein bisschen unter, ne? Also irgendwie reden die Leute, wenn, immer nur noch über Malle und Ibiza. Ibiza ja dann schon eher das etwas gehobenere Klientel ist. Mallorca. So, dieses Standardurlaubsort, gerade von uns Deutschen und von den Engländern auch viel mit. Aber Menorca geht immer so ein bisschen unter, ich weiß gar nicht, da hört man selten was. Man weiß halt, dass drei Inseln sind, ne? Aber. Schwierig. Ja, gut, jetzt wird's aber dann wirklich doch schon flacher. So, da unten ist ein Wegpunkt, Segelflugplatz Cien Leib. Französisch ist deutlich eingerostet. Ja, also wenn man das vergleicht dann mal mit dem, was hinter uns liegt, mit dem, was jetzt vor uns liegt, das wird schon... das wird schon deutlich flacher. Und es kann sein, dass mich das täuscht, aber ich glaube, da ist schon Wasser. Und das sieht aus wie H2O. So, wir müssen aber auch mal wieder unsere Pflichten als Flugkapitän hier nachkommen. Unsere Instrumente checken. So, Wegpunkt Bodru haben wir auch. Nächster Punkt ist Lusol. Genau, Lusol ist auch unser letzter Wegpunkt quasi überm Land. Heißt noch 24 Meilen bis zu dem Wegpunkt. Und danach, wie viel haben wir denn bis zu dem nächsten dann? Oh. Oh, da ist noch ein bisschen was. 20, also nochmal 100 Meilen bis Wegpunkt Balmor, aber der ist dann halt auch schon auf dem, deutlich auf dem Wasser. Der ist dann wirklich deutlich auf dem Wasser. So, und jetzt erkennt man hier wirklich halt schon, dass da vorne Wasser ist. Ja, also haben wir gleich geschafft und sollten dann auch gar nicht mehr. Und wir sollen mal wieder mit Marseille interagieren. Andere Frequenz jetzt.
5DLH1123. Ja, da haben ja die ATCs sind ja auch in gewisse Bereiche zugewiesen und haben da alle ihre eigenen Frequenzen. Genau, Wegpunkt Lusol, darüber haben wir gerade gequatscht. Das ist halt unser nächster Wegpunkt. So, hier drüben, das müsste dann... Moment, bin ich da richtig? Hier müsste Nizza, also irgendwo in dem Bereich müsste Nizza sein. Nizza, Nizza. Dann haben wir... gut, ich gehe davon aus, das ist Nizza und das da vorne wird Cannes sein. Schätze ich jetzt mal. Jetzt wenn wir schwenken wir ein bisschen nach rechts. Sieht immer irgendwie krasser aus, als es sich im Flugzeug dann doch anfühlt. So, damit haben wir Wegpunkt Lusol jetzt nämlich auch passiert. Genau, und jetzt haben wir 100 Meilen bis zum Punkt Balmung. Und dementsprechend müsste... So, da ist das, diese komische Meer. Also diese kleine... Der See. Meer. Hier müsste... Also hier vorne, das müsste Marseille sein. Und... Mal gucken. Da oben müsste Montpellier sein. Wenn man dann hier weitergeht, aber dann hier hinten Perpignan. Und da in Verlängerung noch weiter in Richtung Landesinnere müsste dann auch Andorra kommen. So entlang der französisch-spanischen Grenze. Jo, ich bin bisher zufrieden mit dem Flug, es gab keine Probleme, der Autopilot hat nicht rumgespackt, Finger gekreuzt, nicht das, was jetzt noch jinxen. Die Maschine fliegt ruhig und stabil, so wie es sein soll. Wir haben unser Tempo gut auf, also recht hoch gehalten. Sprit sieht auch noch deutlich gut aus. Easy, Leute. Einfach nur easy. So, Stewardess, ich brauche einen neuen Kaffee. Schwierig. Gut. Aber... Wir kommen jetzt wirklich in die Region um Marseille. Ne? Das hier ist Marseille. Und Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Nee, ich will mal hier rüber. Wir können das ja einigermaßen ordentlich erkennen. Da. Lass mich doch hier ein bisschen reinzoomen. Oh, nicht so weit. Irgendwo hier drüben müsste auch
Saint-Tropez sein. Bin mir nicht sicher, ob das hier ist. Nee, das ist noch zu nah. Dann müsste das wahrscheinlich da sein. Da müsste es Saint-Tropez sein, irgendwo. Wie gesagt, hier unter uns Marseille. Kann man jetzt... die Kamerasteuerung ist immer noch nicht so mein Ding. Auch hier recht gut an dem Hafen erkennen. Da ist sogar... Oh, guck mal, das Kreuzfahrtschiff. Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Richtig smart. Einfach so ein fetter Kreuzfahrtdampfer. Yo. Haben wir doch sogar noch ein bisschen was gesehen. Dass man hier so einen krass großen Kreuzfahrtkreuzer hingesetzt hat. Ist natürlich auch geil. Da, nee, das ist so eine kleine Insel. Das sieht aus der Höhe schon immer echt geil aus, ne? Cool. Aber wir wollen machen mal weiter. Entsprechend haben wir jetzt bis zum Wegpoint Balmo noch 60 Meilen. Und wenn wir jetzt auf 320 Meilen gehen, sehen wir auch schon. Wir haben gar nicht mehr so weit, also 42 Meilen sind das hier noch. Ist halt wirklich nicht mehr viel. Eine Stunde fliegen wir jetzt. Und dann sollten wir halt wirklich bald da sein. Jetzt ist halt erstmal über Wasserflug angesagt. Wir schauen uns das Ganze nochmal zur Onboard-Perspektive hier an und genießen die Bilder ein wenig und lehnen uns zurück. Der Gute macht einen Sichtfluganflug. Wir nicht, wir... Wir machen wieder ILS Approach. Gut, aber Stewardess, ich hätte gern noch einen Champagner stehen. Ja, ich denke mal... Moment, das sind... Dass wir auf der Höhe dann anfangen werden. Langsam in den Descent zu gehen, also in den Sinkflug. Da kann sich der Autopilot dann auch drum kümmern. Ich guck mal, ob der das heute automatisch, weil die Sachen sind ja im Flugplan hinterlegt, ob er das automatisch hinkriegt. Bin ich immer gespannt. Muss ja die Sachen ja immer mal ein bisschen nach und nach hier austesten. Aber zumindest im Vergleich zur ersten Folge verstehe ich die Geschichte jetzt doch ein wenig besser. Ich will nicht sagen, dass ich es drauf habe. Gottes Willen. Aber ein bisschen besser verstehe ich das jetzt schon. Was man so wann machen muss hier in diesem Flugzeug. Dass ich jetzt nicht die saubersten Landungen hinkriege, ja okay. Das geht auf meine Kappe. So. Gehen aber mal in die Außenansicht und schauen mal.
wir hier schon irgendwelche Inseln sehen. Guck mal, da unter uns ist Ryanair. Ist das süß. Oh, der will Marseille landen. Okay, okay. Ryanair 2077, contact Provence Approach on 127.725. Jo. Der ist gerade im Landeanflug auf Marseille. Haben wir doch gerade auch richtig rausgeschalten. Und was jetzt als nächstes kommen wird, ich denke mal, dass wir jetzt gleich nochmal in irgendeinen spanischen ATC übergeben werden. Bevor wir relativ direkt direkt an Palma übergeben werden dann. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Das ist jetzt nur so eine kleine Vermutung meinerseits. Gehe davon aus, dass diese Landmasse, da ist noch ein Flugzeug, dass diese Landmasse hier vorne müsste die Grenze sein. Also hier so. Oder mehr so da. Zwischen Frankreich und Spanien. Dementsprechend müsste. Schwierig, da drüben irgendwo Barcelona liegen, da ganz, ganz hinten. Also wenn wir an die Spanier übergeben werden, dann, wenn wir ungefähr auf der Höhe hier sind, nehme ich einfach mal an. Ich denke mal, das wird dann Barcelona sein. Es sind meistens irgendwie die größeren Städte, die die ATCs stellen. So, aber vor uns sehen wir auch noch kein Land. Da ist erstmal nur Wasser zu sehen, Leute. Nur Wasser. Also wenn wir jetzt die Maschine ausmachen, dann wird es eine Wasserlandung. Ja. Ich wusste gerade gar nicht, was ich euch so erzählen kann. Nochmal 30 Mal, dass ich das grafisch ziemlich geil finde, macht nicht so viel Sinn. Ich kann nochmal gucken, ob es hier drinnen noch irgendwas total Spannendes gibt. So genau, Autopilot Release. Haben wir hier den Knopf hier an dem Cockpit. Bei der 747 war ja hier dieser Hebel, den man ziehen konnte, um Autopilot zu releasen. Damit schalten wir halt Autopilot und die automatische Trimmung beziehungsweise auch Autofortal ab. Das ist dann vielleicht nochmal recht wichtig auch für unseren Landeanflug. So, wir haben unseren Waypoint, ich wollte gar nicht raus, Balmo erreicht. Und wir schauen mal. Ist halt schon noch ein bisschen, ne?
gucken mal, was irgendwo hier hatten wir doch auch den Flugplan drin, ne? Da brauche ich da Flyplan. Waypoint Balmo, genau. So, das heißt, wir theoretisch genau beim Waypoint Balmo sollten wir eigentlich die Reisehöhe von 24.000 Fuß, die wir hier bei Balmo noch drin haben, schon verlassen haben und schon quasi im Descent sein. Und hier haben wir dann die Runway. Aber wir halten uns da heute doch ein bisschen. Ne, wir wollten den Autopiloten testen, also lassen wir ihn auch einfach machen. Haltet den Höhenmodus. Das heißt, eigentlich müssten wir dann jetzt irgendwo auf der Strecke langsam anfangen zu sinken. So, ein bisschen Seitenwind, also jetzt quasi von rechts auf die Maschine trifft, sieht man hier. Also ich glaube, das ist also die Gradzahl, von der Wind kommt, und die Windgeschwindigkeit. 2 klingt jetzt erstmal gar nicht so viel. Sag ich einfach mal so. So. Okay, wir sollen doch nochmal Marseille rufen. 130.85 für DLH 112.3. Mal gucken, kann sein, dass das wieder nur so ein ganz kurzes Gastspiel wird. Ah, so. Ich sag's doch, kurzes Gastspiel. Und wir gehen rüber zum ATC nach Barcelona. Barcelona Center DLH 1123 flight level 240. DLH 1123 Barcelona Center continues the awake pump to Verso as planned. Ich glaube, Wegpunkt Verso, die haben wir ja gerade überflogen. Ich glaube, dieser weiße Pfeil zeigt uns an, ab wann wir unsere Reisehöhe verlassen. Ich meine, dafür ist er da. Aber ist jetzt nur eine Vermutung. Werden wir gleich sehen. Wir haben aber noch bestimmt 53 Meilen, bevor das überhaupt greift. So. Wir sehen aber auch immer noch nicht wirklich Land. Wie gesagt, sind ja auch noch so 160 Meilen. Da geht noch ein bisschen was. So, aber apropos, ich wollte mal gucken. Irgendwo müsste hier ja auch die Außentemperatur stehen. Minus 33 Grad ist das. Ist auf jeden Fall kalt. So, unser Fuel geht halt auch ordentlich runter. Wir haben mehr, deutlich mehr Sprit dabei, als wir brauchen. Theoretisch kann man, hat er auch sich vorher im Internet berechnen auf irgendwelchen lustigen Seiten. Ich was ja meistens so wie das ist, ist auch so Langstreckenflügen, wenn mir der Kreis halt schon anzeigt, dass wir mit diesen 50% nicht auskommen, dann packe ich die Maschine halt voll. Ich packe halt so viel mehr drauf, dass der Kreis dann passt. Also hier dieser Reichweitenkreis von unserem Flug. Aber ansonsten habe ich es denn nicht so mit den Spritberechnungen. Ich meine, ansonsten können wir das nächste Mal ja auch echt probieren. So einen Flugplan selber einzuprogrammieren in die Maschine.
Ach, guck mal, hier steht sogar drauf, wie unsere Maschine heißt. Lörrach. Da ist hier zwei Notausstiege noch. Der vordere Einstieg und da hinten müsste theoretisch noch eine Tür sein. Wo vorhin ja theoretisch vorhin noch das Catering dran war. Oh, jetzt sehen wir, da hinten sieht man langsam Land. Da wird die Kontur mal ein bisschen von etwas Bergigen durchzogen. Da sehen wir doch schon etwas Land. So, das heißt, wir haben jetzt 160 Meilen, ist eingestellt. Ja, da kommt auch ungefähr hin. Uff, das Video wird ein bisschen lang. Aber ich lasse das in einem Schnitt. Gucken, ich lade das mal so hoch. Auch um mal zu gucken, wie lange der Upload dafür braucht. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, die Sonne ist auch noch am Start. Das mit meinem Wetter draußen Vergleich sieht das auch sehr gut aus. Auch hier gerade schön die Sonne am Scheinen. Sieht man auch, also ich weiß nicht, ob das diese Luftströme immer darstellen soll, da am Flügel, oder ob das jetzt einfach irgendwelche Grafikspacken sind. Aber man sieht da irgendwelche Sachen, die da passieren. Wenn wir hier aus der Richtung gucken, dann sieht man es nicht mehr so. Das ist eigentlich unser APU an. Sollte die nicht aus sein? Moment. Ach Gott. Anti-Eis. Wüstriberg. Ja, doch, soll da eigentlich aus sein. So. Jetzt schauen wir nochmal. Ich gehe davon aus, mir das hier mal so ein bisschen angucken, ne? Also eine kleine Einbuchtung, dann macht es hier nochmal so einen Knick. Das heißt, da, das dürften so die meisten Abiturienten kennen. Lorette Mar, irgendwo in dem Bereich. Abifahrt war awesome. Und wir sind nicht geflogen, wir sind mit dem Bus gefahren. Von Berlin nach Lorette, war super geil. Zumindest die Hinfahrt, die Rückfahrt war nicht mehr ganz so geil. Und hier müsste Barcelona sein. So bei diesem Knick hier. So. Ansonsten hier auf der anderen Seite sehen wir eher nichts mehr. Gut, jetzt können wir aber mal wieder ins Cockpit schauen. Wir sind jetzt an diesem Punkt eigentlich angekommen.
wo wir theoretisch, also wo ich vermutet habe, dass wir langsam runtergehen. Aber bisher halten ja unsere Flughöhe noch stabil. So, wir gehen mal auf die 80 Meilen Ansicht. Die werden wir gleich deutlich mehr brauchen. Wie gesagt, bis zum Sinkflug sollte jetzt auch wirklich nicht mehr lange dauern. Ob er nun vom Autopiloten gleich ausgeht oder auch nicht, werden wir sehen. Spätestens wenn der ATC uns eine neue Flughöhe gibt, werden wir die auch in Beschlag nehmen. Daran denken, sobald wir unter 10.000 Fuß kommen, müssen wir uns wieder an dieses Geschwindigkeitslimit ja theoretisch halten. Haben wir natürlich auch. Und so 250 Knoten ist das Geschwindigkeitslimit unter 10.000 Fuß und die Lichter müssen wieder angehen. Hier unsere lustigen Landescheinwerfer. Das da müsste halt wirklich schon die erste Insel sein. Also Minokar. Moment, ich guck mal, ob das nicht so weit drehen. Ja doch, das kommt hin. Das kommt hin. Unser Autopilot macht aber echt keine Anstalten, irgendwelche anderen Sachen zu machen. So. Q&H müssten 10, 13 sein. 270.02. Ich denke mal, das wird sich nicht mehr allzu sehr ändern. Das kriegen wir aus irgendwelchen Flight Charts raus. Da habe ich jetzt gerade keine. Die Temperatur könnte man jetzt im Internet ja rausfinden, aber hey, cool, wir dürfen schon descenden. Auf 16.000 Fuß. So, müssen aber jetzt auch aufpassen, im Descent sollten wir vielleicht mit der Geschwindigkeit auch schon mal deutlich runtergehen. Wir gehen mal auf 280 Knoten. Erstmal.
Wir bremsen jetzt erstmal natürlich auch ganz kurz unseren Descent ab. Sobald wir wieder einigermaßen an den 280 Knoten dran sind, sollten wir wieder weiter in den Sinkflug gehen. Wir können mal Luftbremshegel arm. Jetzt sind wir decent, geht wieder runter und wir sinken mit 2,4. So, 3.100, 3.200 Fuß. Ah, und etwa mit 3.000 Fuß. Wird halt auch deutlich Zeit, oder? Nehmen das Tempo noch mal deutlich runter. Ryanair 724, you are 40 miles north. Falsche Richtung. 4000 feet, expect ILS Yankee runway 24 right approach by Papa Oscar Sierra transition. Clear to Papa Oscar Sierra. DLH 1123, you are 61 miles northeast. Descend and maintain 6000 feet, expect ILS runway. Okay, 6000 Fuß. Delta Papa transition. Clear to Charlie Delta Papa. DLH 1123, descend and maintain 3000 feet. 3000 Fuß. Descend and maintain 3000 feet, expect ILS runway 6 left approach via Charlie Delta Papa transition, clear to Charlie Delta Papa DLH 1123. Heißt, wir gehen hier noch mal ein bisschen runter. Descend and maintain 4000 feet, expect ILS Yankee runway 24 right approach via Papa Oscar Sierra transition. So, noch sind wir aber bei 19000 Fuß. Um jetzt hier mal ein bisschen, falsche Richtung, ein bisschen Tempo damit reinzunehmen, gehen wir mal in einen etwas steileren Sinkflug. Wie gesagt, wir haben die ersten Inselausläufe direkt schon vor uns. So immens viel wie kann man nicht mehr. Wir werden auch wieder. Nee. Was mit dir? Ein bisschen runterbremsen hier. Einfach, damit wir relativ zeitig unsere 3000 Fuß jetzt hier erreichen, die uns der ATC als letztes durchgegeben hatte. Erst vor der 6000, dann kam er direkt hinterher und wir 3000. Also halten wir uns doch dran. Wenn wir auf 10.000 sind, werde ich mit dem Dings auch nochmal ein bisschen, also den Sinkflug etwas verringern. Luftbremshebel müssen wir ein bisschen krasser reinböllern, fällt mir gerade auf. So, jup. Ryanair 724, contact Palma approach on 119.405. Denn wir haben ja die 250 Knoten, die wir einhalten müssen. Dementsprechend. Going to 119.405, Ryanair. Nehmen wir auf 3,5. Wir packen unsere Landelichter aus. Und wir fliegen auch wunderbar in den Sonnenuntergang rein. Wobei, Bugleuchte, ja doch, wir lassen sie an. Haben es besser als brauchen. So. Genau, jetzt sind wir unter unseren 10.000 Fuß.
Wir nehmen den Luftbremshebel mal ein Stück zurück. Noch ein Stück zurück. Mach ihn einfach mal wieder arm. Mal gucken, was unser Flugzeug denn sagt. Okay. Sagt, wir nehmen wieder an Geschwindigkeit zu. Wollen wir nicht. So. Sind jetzt ungefähr auf 7000 Fuß. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen austarieren. So. 2,5. Ey, nee. Stopp. Wir waren auf 3000 runter. Jetzt machen wir nicht diesen hier. So. Aber die 6000 Fuß haben wir auf jeden Fall schon mal erreicht. Das ist ganz gut. Auf 3 müssen wir halt gleich noch runter. Das kriegen wir aber hin. Sieht ganz gut aus soweit. So, ansonsten können wir das Instrumentenlandesystem hier schon mal anschmeißen. Wir können unsere Autobrakes schon mal reinstellen. Er ist armt, oder? Ja. Müssen wir halt. Dann müssen wir gleich auch. Going to 118.955 DLH 1123. Mal ein bisschen mit dem Tempo runter. Aber erstmal Palm Approach anrufen. Palm Approach DLH 1123 is out of 3400 feet for 3000 feet. DLH-1123 Palma Approach continues EOIC Punk Charlie Delta Papa as planned. Altimeter 29er decimal 9R2. So. Wir haben unsere 3000 Fuß Höhe erreicht. Das heißt, er geht jetzt gleich in den Approach über. Oha. Da müssen wir nochmal ein bisschen hoch, sagt er uns. DLH-1123, acknowledge last transmission. oh ja. And maintain 3700 feet DLH. So, der Pilot muss nämlich noch mal kurz Pipi machen. Das irritiert mich auch mal. Also eigentlich hätte man das. Hallo. Danke. Die Berge waren uns hier ein bisschen im Weg. Wir können ja mal hier die Terrainanzeige anmachen. Da sieht man es ganz gut. So, was wir jetzt hier auf jeden Fall schon haben, ist die ILS-Konfiguration.
Das heißt, hier haben wir dieses erste Rechteck. Der wird nachher, wenn es in die Mitte kommt, zu einer Raute. Die zweite kommt dann später auch noch dazu. Das ist quasi jetzt erstmal nur die Anzeige, ob wir uns im richtigen Anflugwinkel auf dem Flughafen befinden. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Deswegen ist es nicht ganz so wild. Ich bin jetzt auch nochmal ein Stückchen über dem, was er uns gesagt hat. Er ist ja gut. Roll nicht rum. Einfach um nochmal auf Nummer zu sicher zu gehen, dass wir hier über die Berge ordentlich drüber kommen. Da vorne fliegt auch irgendwer. Ja, ich sing doch schon. So, wie gesagt, hier ist nachher unsere Landebahn 06 links. Er fängt jetzt natürlich schon an, uns irgendwelche Höhen anzusagen, weil wir halt recht nah am Boden sind. So, aber theoretisch müssten wir jetzt gleich wirklich auf 3000 Fuß wieder runtergehen dürfen. Aber wir warten erstmal ab. So, da vorne haben wir irgendeinen wichtigen Punkt. Aerodrom de Binisalem. Sieht wahrscheinlich, ich schätze mal, das ist ein Airport. Wir gehen mal mit der Geschwindigkeit auch nochmal ein bisschen runter. Jetzt sehen wir auch hier die beiden gelben Striche oder Grünstriche. Ne, gelb sind sie. Das sagt uns, dass wir unsere Landeklappen schon mal auf die erste Position bringen können. Landeklappen, wenn ihr Autopilot drin habt, wichtig, Landeklappen immer nach und nach ausfahren, ne? Musste ich auch lernen. Er mag der Autopilot nicht, wenn du ihm volle Bude Landeklappen gibst. So. Okay, die Terrainanzeige können wir hier wieder ausmachen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ging da hinten wieder eine recht harte Kurve in einem Anflug. Solange der Autopilot das macht, lassen wir ihn das auch machen. Gut, dass die ILS-Anzeige jetzt halt immer noch rechts von uns ist, ist ja auch völlig normal. 10,8 Meilen bis zum ILS. Wir kommen halt, müssen ja noch einmal außen rum fliegen. Ein bisschen haben wir noch Zeit. Aber da sehen wir den Airport auch schon. Hier, das sind die Landebahnen. Ansonsten befinden wir uns schon über Palma de Mallorca. Wie habe ich Minorca ein bisschen übersehen, so? Schwierig. Aber wir nehmen es hin. Genau, hier oben steht es auch nochmal. Instrumentenlandesystem ILS Runway 06 links. Dann 06 left. Ah, wie gesagt, ungefähr war da am Landen oder ist da am Landen. Gucken, ob er das aus der Cockpit-Perspektive ein bisschen besser sehen. Nee, nicht so ganz. Er setzt auch sehr spät auf. Jetzt hat er aufgesetzt. Na gut, das Problem kenne ich auch. Genau, das war die Ryanair-Maschine, die hier im Funk ja auch oft angesprochen wurde.
Okay, das war auch eine KI-Maschine, die ist nämlich jetzt komplett einfach weg. Ich glaube, die Spielermaschinen werden nicht so schnell weg. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die aktuell anhab. So. Wir gehen mit dem Tempo mal auf die 200 Knoten runter. So 160 Knoten ist, glaube ich, das, was wir nachher halten wollen. Hey, 200 Knoten. Oder was, egal, wir können. Die zweiten Landeklappen trotzdem schon mal ausfahren. So, unter uns, wie gesagt. Die Runways, ich glaube, das ist unsere. Aber wir schauen mal. Gut, jetzt mal hier auch deutlich eigentlich mal runtergehen. Zack. Ging jetzt noch 10 Meilen. Wenn wir dann hier gleich sind in der Phase, dann können wir den Landekurssender mal anschmeißen. Der müsste uns ja dann auch auf die richtige Bahn schieben. Ich glaube, wir müssen, wenn wir den anmachen, müssen wir den Autopiloten rausnehmen dafür, ne? Testen das mal. Aber noch haben wir ja ein bisschen. So, wir gucken mal noch mal, wie es unseren Passagieren so geht. Aussicht ist auf jeden Fall da. Geil. Was für die 11? Die wichtigste Ansicht. So, Moment, ich will mal ganz kurz was testen. Ich glaube, es ist egal. Wollen wir mal gucken, ob die Landeklappen sich auch in der Außenansicht verändern lassen. Und sie. Ah, nee, ich war ja auch gar nicht im Spiel drin. Naja, schwierig. Dann nimmt er sowieso keine Eingaben an. So, jetzt haben wir auch beide Anzeigen da, genau. Den Gleitslope. Für die Horizontale und für die Vertikale. Ne, wir sind noch zu hoch. Okay. Und nicht auf der richtigen Höhe. Aber das sollte unser Autopilot jetzt sowieso erstmal gleich wieder ändern. Okay. 3000 sinken. Descend and maintain 3000 feet DLH 1123. Geschwindigkeit müsste jetzt gleich eigentlich wieder umgehen. Jetzt müsste er eigentlich auch rumholen. Oder pegelt sich jetzt eh gleich aus. Das ist jetzt halt nur, weil wir gerade auch, also sowohl sinken als auch halt die Flugbahn verändern generell. Es
braucht er halt ein Ticken, bis er sich da abfängt. So, was der Autopilot jetzt auch versucht, ist, dadurch, dass wir jetzt so weit rausgekommen sind, ist halt wieder auf seinen Wegpunkt zuzufliegen. Weiche wird er wahrscheinlich hier dann eine Kurve auch nochmal machen, weil die nicht ganz so steil ist wie die andere. Sollte ein bisschen besser laufen. Aber wir lassen ihn mal noch machen. Check 1,9. Das automatisch? Nee, ihn nochmal aktivieren. Na komm. Bestätigen. Descend and maintain 1900 feet DLH 1123. Auch hier würde er jetzt wahrscheinlich gleich wieder, dadurch, dass wir im Sinkflug sind und auch wieder 2500. In der Kurvenlage wird er jetzt mal rumholen wegen Overspeed. Oh, nee. Nee, okay, wir haben den Punkt noch nicht überschritten. So. Okay. Achso, machen wir mal hier. Zack. Overspeed. DLH 1123, please. Psch. Bleib mal geschmeidig. Tower on 118.455 DLH 1123. Jetzt hier gerade ein bisschen viel Speed verloren, als ich einen Autopilot rausgenommen habe. Gut, was wir aber auf jeden Fall machen können, ist die Fahrwerkbude runterfahren. So. Da vor uns sehen wir den Sender. Packen unsere letzten Klappen rauf. So, 160 Knoten ist auch ungefähr das, was wir halt haben wollen. So, der Localizer hält uns jetzt auf unserem angegebenen Winkel. Sollte uns halt auch zusammen mit dem Approach Mode jetzt auf der Höhe relativ halten, sodass diese Raute da schon recht gut reinpasst. Gut, wir checken noch mal kurz. Die ist draußen. Autobremsen sind drinne, Fahrwerk ist unten, alle drei. Und wir gehen halt echt in den Landeanflug über, Leute. Das sieht auch soweit ganz gut aus. Ich scroll mal ein bisschen raus, dass man hier ein bisschen mehr sieht. So. Jetzt, oh Gott, wir müssen Palma Tower noch kontaktieren. Palma Tower DLH 1123, 4 miles southwest inbound ILS runway 6 left approach. Okay, wir haben Freigabe für Landerlaubnis, das ist ganz cool. Okay, wir haben jetzt Wind bei 3. Das sollte aber auch noch fein sein. Okay.
Oh, ich muss hier auch wieder reintappen, sonst passiert wieder nichts. 300. Hoch, hoch, hoch. 100. Overspeed. 60. Wir sind schnell. Oh fuck. 30, 20, retard. Bremse, Bremse, Bremse. Gegenschub. Bremsen, Bremsen. Ja, irgendwie war das wieder doch recht fix, unsere lustige Landung. DLH-1123, exit runway when able. Ich glaube, ich habe noch irgendeine Hilfe an, die da nochmal Gas gegeben hat, auch zum Schluss, wo ich es gar nicht wollte. Aber okay. Ich mache die, glaube ich, fürs nächste Mal aus. Mal, ob es dann besser läuft. So. Erstmal Pause machen. So, wir machen unsere Bugleuchte ist auf Rollen. Gut, dementsprechend. Palma Ground DLH-1123 Taxi to the Gate. Genau. Wir müssen unsere Klappen rausnehmen. Luftbremshebel sollte drin sein. Autofortel können wir ausmachen. Das können wir ausmachen. Das können wir ausmachen. Und jetzt rollen wir einfach zu unserem Gate. Noch Parkbremse an. Ja, ja, habe ich verstanden. Bleib mal ganz geschmeidig, mein Guter. Bleib mal ganz geschmeidig, mein Guter. So. Jetzt roll auch bitte. Ah, sie rollt los. Langsam, aber sicher. Ja, so eine Maschine am Boden braucht halt immer ein bisschen. Bis sie irgendwann in die Puschen kommen. So, unser Gate ist da hinten. Das sieht diesmal gar nicht so weit aus, deswegen rollen wir einfach mal aus. Ein bisschen Tempo mitnehmen hier. Ich finde das auch cool, dass sie den Schatten halt wirklich so relativ gut zum Sonnenwinkel echt hingekriegt haben. Gefällt mir. Wenn unsere Maschine so übelst monströs vom Schatten her aussieht, aber hey. Ja, das kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Einfallswinkel der Sonne an. So, hier merkt man es auch schon wieder. Die Maschine, ich steuere gar nicht. Neigt hart nach rechts. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Das, obwohl wir eigentlich beide Steuerknüppel auch auf die gleiche Einstellung haben. Verrückter Mist. Ja gut, wie gesagt, wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Hier spricht der Kapitän, wir sind gerade gelandet am Flughafen Palma de Mallorca. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Vielen Dank für Ihren Flug mit der deutschen Lufthansa. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Die Außentemperatur beträgt 25 Grad. Haben Sie noch einen schönen Aufenthalt. Hauen Sie rein. Bis dann. Tschö, tschö. Gut, ich glaube, kein Pilot sagt, hauen Sie rein, aber hey. Muss auch mal Jolos wegmachen, ne? So. Wie gesagt, an sich hat mir die ganze Landungsgeschichte schon ganz cool gefallen. Wie gesagt, in irgendeiner Phase hat die Maschine mich nicht so steuern lassen, wie ich es gerne gehabt hätte. Da ist, glaube ich, irgendeine Hilfe noch an. Wollen wir mal gucken, dass wir die auskriegen fürs nächste Mal. Und dann
sollten wir eigentlich langsam ganz okay mit den Landungen sein. War jetzt ein bisschen ruppig auf der Landepiste. Geben wir nochmal kurz ein bisschen Gas. Müssten da vorne dann auch schon diesen blauen Kreis sehen. Da ist die Markierung für unsere Parkposition. Ansonsten ist hier gerade auch gar nicht so viel los am Flughafen. Viele Gates leer. Schwierig. Aber gut, in Zeiten von Corona, ne? Hey! Ich hab Vorfahrt. Mein Guter, das war jetzt ein bisschen spät. Das war deutlich ein bisschen spät. Ja, weiteres wollen bestätigen. Und soweit ich das kenne, haben Flugzeuge am Boden immer Vorfahrt. Also, keine Ahnung. So kenne ich das. Weil, also gerade schon allein aufgrund der Tatsache, dass so eine Maschine halt auch mal einen gewissen Bremse. Junge! Mutig von dir. Zack. So. Okay, Jetway wird automatisch verbunden. Wir holen den Gepäckservice schon mal rein. Und ansonsten machen wir die Maschine noch fix aus. Sollte eigentlich relativ simpel sein. Gashebel. Ja, Master Warning. Überraschung. Unsere Tür ist offen. Sollte auch so sein. Die Jetway passt hier aber auch nicht ganz ran, ne? Oh, da müssen die Passagiere ein bisschen hüpfen. Sag ich jetzt mal. Gut, Baggage ist auch unterwegs. Ich brauche nochmal die Checkliste, sonst kriege ich die Maschine hier nicht ordentlich aus. Checkliste. Zack. Erstmal natürlich alle Lichter aus, das ist klar. Flugleuchte aus, Landesscheinwerfer rein, aus, unsere ganzen Anti-Eis-Maßnahmen aus, das ist Hauptschalter Hilfstriebwerk. Ah, da sind eigentlich nur noch die Triebwerksschalter im Moment. Die haben wir hier unten. 1, 2. Ja. Und wenn wir jetzt die Batterie noch ausmachen, dann haben wir wieder Cold and Dark. Achso, nee, wir müssen die Jetway noch abmachen. Palma Ground DLH 1123, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Palma Ground DLH 1123, I am done with the baggage service. So, ansonsten. Jetzt aber. Nee, auch nicht. Warum nicht? Was war das denn? Naja, ist eigentlich auch egal, meine Damen und Herren. Wir haben es geschafft nach Palma de Mallorca. Vielen Dank fürs Einschalten. Habt noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit dieser unendlich langen Folge. Haut rein, bis dann. Tschüss.